Das stimmt. Okay. Gute Sache. Wir müssen wieder in der Gegend rum, aber wir haben ja jetzt auch Ruhmstufen bekommen. Wir gehen mal zum Ruhmhändler. Angeblich gibt es da Spielzeug für uns. Ja, jetzt wird es interessant. Irgendwo hier steht er. Da ist er. Oh, hat sogar ein Ausrufezeichen. Alles klar. So, sie sagt, was der Ruhm Zeigt ist. keine Schwäche. Kultureller Wer sich um Austausch. das Land kümmert, wird belohnt. Fremdling, ihr macht euch langsam wirklich nützlich. Nehmt das, um euch in kalten Nächten zu wärmen, und dann erinnert euch immer daran, dass wir Freunde sind. Ich weiß, dass ihr großartige Taten für unser Volk vollbringt. Nehmen wir den Kochtopf, ein sehr bequemes Fell oder einen Pelzstapel? Ich nehme erstmal den Kochtopf, ich bin ja auch Koch. Bis dahin. Tudu. So, den können wir jetzt einlesen. Jetzt haben wir einen Kochtopf als Spielzeug. Und wenn wir da drauf drücken, passiert, dass hier ein Kochtopf steht. Tja. Okay. Ja. Nö. Eins der langweiligsten Spielzeuge. So, das ist die Nachricht, die wir an Jebutai schicken sollen. Von wegen Angriff. So. Dies ist heiliger Boden. Und jetzt haben wir freigeschaltet noch sehr bequemer Pelz und bequemer Pelzstapel. Wieder zwei Spielzeuge. Vorräte der Dracheninsel 100 haben wir hier. Nee, doch da. So. Das zweite sind dichter Balk. Haben wir nicht. Das heißt, ohne dichter Balk können wir uns das nicht gönnen. Und das auch noch in Silber, auch noch guter dichter Balk. Ne, haben wir nicht. Okay, die Spielzeuge können wir uns noch nicht holen. Hierfür müssen wir 11 sein. Aber den ersten Spielzeug haben wir ja, das mit dem Kessel. Den Rest. Wer sich um das Land kümmert, wird belohnt. Gucken wir dann später. So, wir haben noch die andere Quest. Geber von Shikar, da sollten wir die Hörner von holen. Helft dem windweisen Dava bei den Vorbereitungen des perfekten Antrags. Ja, auch er möchte einen Antrag machen. Ja, die sind alle hier im Frühlingsfieber, ziemlich verliebt alle. Und dafür mussten wir jetzt die Hörner holen für den. Also auch dem bringen wir jetzt seine Sachen, damit er auch seinen Antrag durchziehen kann. Ja. Doppelantrag ist immer gut. Das Wetter ändert sich. Naman hat eine Geste verdient, die so groß ist wie er. Euer Glück liegt auf der Straße. Arbok Hörner, die eignen sich bestens. Die eignen sich bestens. Arbok war einst der stärkste unter den Moschushirschen der Ebene. Ein passendes Geschenk für den stärksten Jäger. Ich bin mir sicher, dass Naman das wert zu schätzen weiß. Vielleicht bringt er mir ja eines Tages das Jagen bei. Ein Jägersmann der Unir. Stellt sich das mal einer vor. Ja, Dava und Naha, ja, also zwei Männer. Viel Glück. Wollen heiraten. Und der eine macht Vorbereitung und der hier macht Vorbereitung. So schön im Fall von Ohnmacht. Okay, ich falle in Ohnmacht. Ah ja. Es gibt einen kleinen Teich beim Spiegel des Himmels, wo Naman und ich uns während meiner Initiantenausbildung zum ersten Mal begegnet sind. Initianten reisen an diesen Ort, um Onara näher zu sein und so den Wind zu spüren. Okay, zuerst sah ich in der Spiegelung des Wassers, also meine Augen plötzlich durch eine Brise geöffnet. Es gibt eine Ebene, kleinen Schöner. Der Teich bildet den perfekten Ort unseres Antrags. Helft dem Wildweisen Dava und Jäger Naman bei ihren Anträgen. Und dann kriegen wir ein Rezept Festtagskuchen. Haben wir sogar schon die Kochkunst für. Richtet einen wunderbaren Festtagskuchen her. Und ein Spielzeug. Strauß der Liebenden und viel Ruf. Bleibt wachsam. Schickt nach Naman, er kennt den Ort. Zack, und weg ist er. Sehr schön, also. Oh. Was haben wir hier? Ach, das war diese andere Quest, die wir bekommen haben für den Ruf jetzt. Faszinierend. So, wir gehen mal nach Naman. Ja, der war ja auch schon Hochzeitsvorbereitung am Machen da, der. Oh. Zack. Hallo. Gutes Zeitgefühl. Wie die Tradition verlangt, habe ich den Segen beider Familien erhalten. Es kann weitergehen. Da war es bereits auf dem Weg zum Teich. Jetzt schon? Dann muss ich mich beeilen.
Trefft uns dort, wenn ihr könnt. So, das Liebespärchen ist unterwegs, das haben wir durch. Die, genau, die Herausforderung machen wir noch nicht. Ja, dann gehen wir jetzt hier Ruf der Ebenen, ne? Ist ja alles jetzt hier so in der Ecke. Ja, machen wir als erstes mal das. Ruf der Ebenen. Wo ist denn das jetzt? Sprecht mit Tandikan auf der Ebene von Onara. Das habe ich ja freigeschaltet. Ich finde nur die Quest nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ach, hier unten. Krippe. Das müssen wir auch noch machen. In Waldraken. Irgendwelche Kinderdrachen aufziehen. Zentauren der Maruk. Okay, das ist eine Zentauren-Quest jetzt. Gut, dann wollen wir mal gucken, was das ist. Haben wir den Ruf so hochgehauen, dass wir da jetzt irgendwie noch was Besonderes finden. Keine Ahnung, was die Zentauren von uns wollen. Oh, Bremsen, zack. Und gute Blumen holen hier. Ah, war klar, dass der jetzt Stress macht. Und der. Ach, die Spiegelbilder verschwinden, wenn man sowas macht. Krass, das wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, die Spiegelbilder kämpfen dann weiter. Ist ja blöd, dass die da nicht weiter kämpfen. Sehr unangenehm sogar. So, jetzt haben wir aber viele Tiere gekillt, nur um aufgeladene Pollen zu bekommen. Kräuterkunde wissen, jawohl. Sehr schön. So, wir wollten eigentlich nur zu dem Clan, aber dann habe ich diese tolle Blume gesehen und schon konnte ich mich nicht mehr halten. Außenposten der Eilack. Oh Gott, blaue sind wiederholbare. Das ist nicht gut. Wiederholbare Quests sind nicht gut. Hallo. Gehabt euch wohl. Eure Hilfe ist willkommen, Drachenreiter. In unserem Lager gibt es viel zu tun. Nein. Zack. Ruht euch aus. Tötet Siran, die Zahnbrecherin. Belobigen der Zentauren der Maruk. Gewährt Ruf und Vorratskisten. Er hat 35 Vorräte. Ja, okay. Möge euer Pfeil immer das Ziel finden. Sammelt Reagenzien im Sumpfholzmoor. Vorratskisten. Okay. Jetzt kehrt wieder Ruhe ein. Ja, das ist halt einfach so eine. Wie kriege ich schnell Vorräte? Fraktion und viel Ruf. Okay. Möge euer Pfeil immer das Ziel. Ja, das sind Nebenquests. Drei gigantische Flussopfer. Okay. Ehret die Mutter. Gut, das ist jetzt mehr so Beschäftigungstherapie, ne? Für diese Zentauren. Wir gehen jetzt erstmal da oben fliegen, wo die Tour steht. Wieder ein Wettrennen machen. Wir brauchen im Moment uns nicht mit der Beschäftigungstherapie zu beschäftigen, weil wir wollen ja eigentlich erstmal ein bisschen Story. Darum, das machen wir, wenn uns ganz langweilig ist. Ne? Dann machen wir mal ein paar Rufquests und so. Oder wenn wir mal gerade dran vorbeikommen, wie jetzt hier. Was ist das? Das ist ein. Ich muss mal gucken, was das hier gerade alles ist. Moment. Hier haben wir wieder ein Lager. Okay. Neuer Ort entdeckt. Das ist schon mal cool. Unser Ziel eint uns. Okay. Da haben wir noch immer einen Ort nicht da. Seht ihr das, ne? Seid auf dieser Insel. Und wahrhaft. In der Küste des Erwachens. Hier müssen noch ein Ort sein. Überlaufene Stromschnellen. Da müssen noch ein Reitpunkt sein. Weil wenn wir hier diesen Reitlehrer ansprechen. Was führt euch her? Ne, und da ist so ein kleiner grauer Punkt. Dann weiß man meistens, okay, da kann man noch irgendwo anhalten dazwischen. Ja, da habe ich irgendeinen Punkt noch verpasst.
Also so kann man immer so ein bisschen rausfinden, wo man noch hin müsste. Möge unsere Suche fruchtbar sein. So, was ist denn das? Ach, das ist der Drachenanpasser. Gibt's den hier auch? Ah, das ist ja cool. Jawohl. Ich kann meinen Drachen mal anpassen. Wie schön. Ja, das hier, ne? Ruhmstufe bei den Tusker. Das hätte ich schon gerne, ne? Weil ich möchte echt blau. Also die Tusker habe ich halt noch gar nicht so von den Quests her gefunden. Das kann wohl noch was dauern. So, Hörner. Was hat er denn noch? Das. Nur Ohren. Dann hat er gar keine Hörner. Das geht auch. Krass. Dezent. Ne, dezent ist langweilig, oder? Dezent ist langweilig. Stürmer. Dorn. Dorn sieht eigentlich am besten. Na, geschwungen geht auch. Ach komm, nehmen wir mal geschwungen. So. Hornfarbe. Was gibt es denn da noch? Nö, weiß ich schon. Schön. So, dann haben wir hier Stacheln am Schwanz. So, was haben wir denn da? Stacheln, glatt. Mähne. Nee. Wer will denn Haare am? Nee, das sieht scheiße aus. Kehle, glatt. Stacheln. Ah, jetzt haben wir auch unterm Hals Stacheln. Sehr cool. Zahnig oder Klinge? Oh Gott. Zahnig sieht langweilig aus, Klinge sieht geil aus. Dann nehmen wir jetzt Klinge. Schön. Kamm. Haben wir Stacheln im Moment? Beschlagen. Was haben wir? Lamellen haben wir. Das sieht wie Fisch aus. Stacheln. Gehörend. Wir nehmen die Stacheln. Breite Stacheln, glatt. Haare. Nee, ich will keinen haarigen. Ich möchte keinen haarigen Drachen. Auch wenn die Haarfarbe nachher blau sein könnte, aber ja, vielleicht dann. Ja, aber im Moment nicht. So, unser Drache sieht ein bisschen anders aus. Leider immer noch rot. Aber mit viel mehr Stacheln. Oh ja, der tut weh. Ganz schöner Stacheldrache. So. Okay, da oben ist das Rennen. Ich bin bereit. Ich habe die Hoffnung nie. Nächstes Rennen, bitte. Auf geht's. Let's go Action hier. So, gleich ist mein Essen da. Machen wir auch für heute erstmal Pause oder Schluss, eher gesagt. Die Frage ist, ob wir dann heute nochmal live gehen, ob wir nachher nochmal hier bei WoW weitermachen. Ich weiß es noch nicht genau, wie euer Zeitplan heute so aussieht. Ich glaube, ich hätte nachher noch ein bisschen Zeit für WoW. Aber diesen ganzen Bäumen kriege ich ja immer die Krise, ne? Uiuiui. Dran vorbeigeflogen. Das hat jetzt ein paar Sekunden gekostet, aber Hauptsache wir schaffen es noch. Hauptsache einmal durch, das ist mein Ziel immer. Jawohl, 55 Sekunden statt 51. Naja, gut. Wenn wir irgendwann 5 Elan haben, können wir das auch sicherlich noch schneller schaffen. So, hier müsste irgendwo eine Truhe sein. Hm, Expeditionsspäherpack unter uns. Ist hier eine Höhle? Ne, noch weiter unten. Noch weiter unten. Wie weit drunter denn noch? Hier unten. Okay. Schön. Wir haben es gefunden. Okay. Da oben wäre noch ein. Was ist das? Ein Haltegriff. Hä? Ich kann keine Haltegriffe benutzen. Faszinierend. Ich glaube, wir lernen da irgendwann nochmal Haltegriffe zu benutzen. Was alles gibt. Es gibt Haltegriffe.
Okay. So, nächstes Sperrbug. Läuft. Dracheninseln Artefakte bringen Ruf bei der Drachenexpedition. Ne? Also langsam verstehe ich auch diese ganzen Zusatz-Items, die wir finden können und so. Und jetzt sollen wir da unten Schlickflossenbeutel suchen. Ach, bei diesen blöden Viechern hier. Naja, gut, okay. Die nerven die Viecher. Die sind nicht so lustig wie Murlocs irgendwie. Die machen komische Geräusche. Sehen viel frecher aus als Murlocs. Nicht so lustig. So. Aber bringen ein bisschen. Von dem, was wir brauchen. Und Drachenvorräte. Also was man immer braucht, ne? Die Vorräte, jetzt auch das Crafting-Material, dann brauchen wir irgendwelchen Ruhm. Eieiei. Das dauert wieder alles, ne? Auch dann noch so viele verschiedene Arten Ruhm, das ist halt das Schlimme. Wenn es nur eine Art Ruhm wäre, wäre ja okay, ne? Aber es sind halt irgendwie jetzt schon 3 Ruhmarten. Und es wird ja nicht weniger. Ich glaube, das werden noch mehr. Das werden, glaube ich, 6 Stück am Ende oder so. Wie viel sind es eigentlich wirklich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 6 Ruhmarten. Eieiei. Und alle so bis 50 oder so. Nee, ist klar. Oh. Yippie. Und Level 69. Wieder ein Level up. Noch ein Level. Dann war es das schon wieder. Muss man sich auch mal wieder bewusst machen. Es dauert nicht mehr lange. Dann haben wir die Levelphase geschafft. Dann ändern sich auch die Dungeons von normal auf Heroic. Dann werden die nochmal ein bisschen komplizierter. Aber lohnenswerter. Dann gibt es da bessere Items drin und so. Und die sind ja super easy. Also ich bin ja jetzt schon mit einer Gruppe vorerst mal durchgelaufen. Da kam ich gar nicht hinterher, da waren die schon durch. Alle Mobs einfach schnell umgehauen. So, noch eine Blümchen. Ja, so, dann haben wir die nächste Quest. Ich glaube, das ist jetzt die Quest für diese... wie heißen die? Für die... Ja. Für diese Ruf. Zentauren. Haben wir gerade eben angenommen. Mal gucken. Okay, hat sich erledigt. So, noch 2 Items. Dann können wir wieder weitermachen. Wenn dann das Essen nicht da ist. So, wir bleiben jetzt so lange dran, bis mein Essen da ist. Ihr habt immer noch nicht verraten, was ihr esst, außer salziges Popcorn. Ist das alles? So, fertig. Weg hier. Zack, zack. Go, go. Hier geben wir das jetzt ab. Nee, nicht wirklich. Gigantischer Flussotter. Also, wir gehen aber dahin und dann da ab. Ja, okay, gut. Das können wir machen. Jetzt gucken wir mal, was ein gigantischer Flussotter ist. Was soll man da machen? Hier liegen nur Tote rum. Da ist einer, glaube ich. Och, da ist ein gigantischer Flussotter. Ich soll mit dem reiten. What the fish? Das ist 1. Griff stärken. Okay. Aber wenn er nicht mehr da lang fliegt, reitet, wo ich das will. Okay. Das soll ich jetzt 3-mal machen. Och, nö, ey.
glaube, das eine Mal reicht. Ich habe euch einen vorbeigebracht. Sehr schön. Ich hoffe, die Quests laufen nicht ab. Dann kann ich das irgendwann mal weitermachen. So, Blumen und Schlickflossen sind da. Wir kriegen die Vorratskisten für die Vorräte und den Ruf. Bleibt wachsam. Ja, Ruf geht hoch. EP geht auch hoch. Vorräte 55 Stück. Ja, also auch wieder Vorräte bekommen. Schöne Sache. So, und wir haben einen unverteilten Punkt. Feuer. Der Schaden von Pyroschlag ist um 4% erhöht, wenn das Ziel mehr als 70%. Ja, ich will hier runter. Ich möchte, wenn ein Escher nicht aktiv ist, besteht beim Verbrauch von Kampfbesitzer eine geringe Chance, dass sämtliche Einsätze von Pyroschlag und Flammenstoß lange Spontanzauber werden und garantiert einen kritischen Treffer erzielen. Ne? Da möchte ich hin. Darum machen wir hier gerade kontrollierte Zerstörung und dann kommen wir da irgendwann da ganz runter. So. Okay, wir brauchen jetzt erstmal keine mehr Rufsachen. Wir wollen jetzt questen. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Sirene zu killen auch hier eine Rufquest war oder ob das jetzt wirklich schon eine wichtige Quest war. Wir gehen es einfach machen. Ich glaube, das war eine von den Bösen. Ich glaube, das war eine richtige Quest. Aber, ah nee, das ist hier. Oh, oh, oh. Das ist eine Mehrspieler-Quest. Aber ich glaube, die kriegen wir auch hin, weil wir jetzt ein neues Level haben. Sieht gut aus. Jawohl. Das war schon für sie. Und? Ja, war wirklich wieder. Eine Quest für den Ruf. Okay. Komm vor. Kein Problem. Wir sind ja schon wieder fast. Was gibt's eigentlich als nächstes? Ach, Ruf der Jagd. Schließt euch der Jagd an bei Shikara-Zentauren. Was das dann ist, das finde ich mal interessant. Das hier ist also so das Lager, um den Ruf hochzuhauen. Und dann kommt eine Jagdfunktion ins Spiel. Keine Ahnung, was das ist. So, und... Boah, das war viel Ruf. Über die Hälfte haben wir jetzt. Und Vorräte der Dracheninseln bekommen und damit... haben wir wieder was geschafft. Meine Güte, das geht heute Schlag auf Schlag. So. Wir können eigentlich jetzt gern gesund. Was ist das denn? Ah, wir haben viel Fleisch bekommen. Machen wir das auch mal gerade. Zack. So, ein bisschen gekocht. Wir müssen ein bisschen koordinieren, wo wir hin müssen. So, gefräßiger Fels dann getötet. Das sind alles Rufquests. Was ist das hier? Problem in Nadelholz, genau. Da ist die Hauptstory, um den Krieg weiterzumachen. Aber in der Hauptstadt haben die uns erstmal hier in diesen Posten Nadelholz geschickt. Ja, da sollten wir hin. Aber mich interessiert jetzt noch viel mehr hier hinten. Dieser Posten hier, diese überlaufenden Stromschnellen. Seht ihr das da? Das ist nämlich so ein Punkt, wo ich, wie gesagt, noch nicht war und wo es noch einen Reitpunkt geben müsste im vorigen Gebiet. Und da ich so schön fliegen kann, fliegen wir da einfach jetzt rucki zucki hin und gucken dabei nach Glyphen. Und wenn da wirklich dann der Flugpunkt gleich freigeschaltet ist, können wir uns einfach zurückfliegen lassen. Da. Da ist eine Glyphe. Ah, okay, die war es nicht. War da gerade eine Glyphe in dem Ding?
Nee, ne? In dem Turm, der sah sehr, sehr verdächtig aus. Ich weiß, hier sind viele, viele Alchemie-Sachen, aber hier wollte ich hin. Hier bin ich richtig. Guck mal da. Ja, hier sind wir richtig. Zack. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Tusker-Posten. Die geben blau von dem Drachen. Wenn ich die hochkriege, also, ihr wisst zu überraschen. Dann wird mein Drache blau. So. Nur. Erstens, die haben keine Quest. Zweitens, die haben keinen Stallmeister. Und drittens weiß ich nicht, wie ich da den Ruf jetzt kriegen soll. Hm. Schade. Gibt's auch gar keinen Händler, der sagt, komm hier. Die wären es jetzt nämlich gewesen. Also, da ist was. Stuhl. Ich bin außer Reichweite. Ja, gut, das ist schön. Hm. Das ist eigentlich genau das, was ich gesucht habe, die Tusker. Ich habe viel im Angebot. Na, faszinierend. Dann kann ich hier leider gar nichts machen. Das ist ja doof. Ich habe jetzt echt gedacht, wir finden hier einen neuen Reitpunkt. Schön ist ja auch, dass die Tusker hier sind, aber die bringen nichts. Ich muss näher ran. Also geben keinen Ruf. Aber hier sind auch noch welche. Pier von Utukulukut. Vielleicht sind die dann, die den Ruf geben. Oder vielleicht kommen die wirklich erst viel später im Spiel. Natürlich auch die Frage, wann schaltet sich so ein Ruf frei? Bei so einer Gruppe. Dann hätten wir aber den vierten Ruf schon mal wenigstens gefunden. So, hier irgendwo. Da. Zack. So, bei denen waren wir nämlich auch schon mal, aber die wollen auch nichts von uns wissen. Hä? Was habt ihr anzubieten? Der hat das Quellwasser, was ich gesucht habe. Das war zu viel. Ich dachte, es gibt immer nur eins. Eieiei. Okay. Der hat aber das Quellwasser, was wir brauchen. Da, pikantes Wasser kann ich nämlich jetzt machen mit dem Fisch da drin. Zack. Was ist das denn? Mana stellt's wieder her. Okay. Ja gut. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es nur so ein bisschen ist, was wir mit dem Wasser machen können. Aber gut, wir haben das Wasser wenigstens jetzt mal im Inventory. Passt doch. Okay, hier das ist das. Ich verstehe jetzt gar nicht, wie ich hier den Ruf hochkriege. Wer spricht da zu mir? Ich glaube, das ist einer der Außenposten. Da kommt ein Schiff, die haben noch einen Außenposten irgendwo. Irgendwo fährt der noch hin. Ich glaube, im Moment können wir hier nicht viel machen. Schade. Aber trotzdem interessant, ja. Also die haben auf jeden Fall noch eine Rolle hier. Nur wann oder wie sich die aktiviert, keine Ahnung. Seid gegrüßt, Fremdling. Auf jeden Fall dieser Zwischenposten, da bleiben wir jetzt mal stehen und gucken mal. Der fliegt da ja jetzt vorbei an dem Zwischenposten. Und ob da irgendwo ein Pferdestallmeister ist. Oder eine Quest, wo der jetzt lang fliegt. Vielleicht habe ich ihn ja gerade auch wieder nur übersehen, als ich da in diesem Posten hier unten war. Nee. Ist nicht zu sehen. Kein Flugmeister, keine Quest. Nö, die Tusker kommen wohl erst später ins Spiel. Haben aber ein lustiges, ne, hier so ein Drachen als Flugtier. Schön, dass er fliegen kann. Einfach mal so Gleitflug. Auch wieder lustig. Okay, wir kümmern uns um die nächsten Quest. Und zwar Nadelholzpost. Da wollen wir jetzt hin. Das ist unser nächster Anlaufpunkt. Hier, das war ja der Anfangs-Drachen-Expeditionspunkt, aber der ist gar nicht mehr so wichtig.
Ja, der mittlerweile ist nicht mehr das hier der Hauptposten, sondern hier unten dieses Basislager. Da sind die ganzen Händler und so. Das hier ist wichtig. So. Okay, Doki, dann hier gibt es nichts mehr. Und tschüss. Spuck das aus! Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen fliegen lassen, obwohl wir könnten theoretisch. Nee. Wir könnten zwar theoretisch. Wo ist denn der Außenposten da? Dann fliegen wir dahin. Darf ich mal zu Ende sprechen? Ich unterbreche mich immer selbst. Wir könnten theoretisch hinporten, aber dann sehen wir nicht, ob irgendwelche Glyphen hier rumliegen oder so, wisst ihr? Ich gucke dann ja immer so rum, ob ich Glyphen finde oder noch irgendwelche Quests unter mir auftauchen, wo ich dann abspringen müsste. Oder nochmal nachgucken müsste. Deshalb, genau, fliege ich gerne auch mal mit dem Reittier. Erstens sehe ich diese wunderschöne Dracheninsellandschaft nochmal. Und zweitens finde ich vielleicht irgendwo was Leuchtendes. Oder irgendwo eine Quest, die ich übersehen habe. Ja. Man kann natürlich auch einfach einen Guide nehmen, wo sind die Glyphen hier fürs Drachenreiten, aber pff, ist irgendwie zu easy peasy. Erkunden ist ja doch immer irgendwie schön. Was ist das denn? Die haben wir, das ist eine Glyphe. Spielt ihr eigentlich WoW? Habt ihr WoW schon ausprobiert? Wollt ihr es mal ausprobieren? Wie sieht das bei euch aus? Erzählt doch mal. Spielt überhaupt MMORPGs? Also so richtig große Rollenspiele. Da mal wieder was. Da mal wieder. Das sind die von der Rufquest. Da braucht man jetzt nicht hin. So. Hier müssen wir jetzt mal gucken, da ist wieder so ein bisschen Gebiet, wo ich noch nicht so oft war. Da könnten schon noch Quests oder Glyphen auftauchen. Ja, da oben ist nämlich eine, die habe ich aber schon. Ja, noch nicht so oft, aber das eine Mal war ich schon hier. Aber bei dem Außenposten, da war man noch nicht, bei Nadelholz. So, jetzt lernen wir gleich wieder was Neues kennen. Heiße Quellen, schön, gemütlich. Ach, Schwimmbad wäre auch mal wieder was Cooles, oder? So, was haben wir denn hier? Eine Riesenstatue von einem Adler. Irgendein Posten. Aber wie aussieht, nichts Wichtiges. Wir fliegen weiter. So, hier sind wir richtig. Nur die Ruhe. Tieren, er galoppiert immer noch herum. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir können alle Hilfe brauchen, die wir bekommen können. Viel Glück. Haltet durch, kleiner Bruder. Die Wunde ist übel. Ich bin nicht klein. Ich werde mich schnell erholen, Oleg. Lass mich aufstehen. Gehen, du kannst kaum stehen. Halt still. Welche Wege habt ihr bereist? Gewitter ziehen auf, tötet 8 sturmberührte Tiere im Weißkronen-Pinienwald. Danke, Garen. Ich werde bald zurück sein. Hoffentlich mit mehr Informationen über den Außenposten der Primalisten. Bleibt wachsam. Also dann. Vertraut eurem Adlerauge. Riesenwildschäfchen zählen. Wie frustrierend. Freundet euch mit Wunsch. Freudet euch mit Wunsch mit Hilfe von Essen an und benutzt Wunschers Pfeife, um 5 Riesenwildschafe im Pinienwald zu retten. Meine Güte. Fort mit euch. Yes. So, und jetzt haben wir da den neuen Reitpunkt. So lernen wir immer mehr Stämme kennen. Ja, und müssen hier jetzt in dieser Ecke. Da waren wir auch noch nicht, oder? Ja, müssen wir jetzt. Da unten geht es übrigens in das azurblaue Gebirge. Das große Buddeln. Was alles gibt. Da ist das maragdgrüne Traum. Da ist. Also. Faszinierend, wo wir überall noch hinkommen. Ist schon interessant gemacht. Ich freue mich immer über jede Erkundung. So, Sondo. Wie läuft die Jagd? Ich würde gerne eure Waren sehen. Was hat der denn Schönes? Also dieses Quellwasser brauche ich nicht so viel. Die kaufen das gar nicht mehr ab. So, zack.
Ich weiß nicht, was ich da holen soll. Gehen erstmal dahin. Behandelt Wunsch. Ah, gewürfeltes Fleisch soll ich kaufen. Willkommen. Der Hund ist krank. Geschichte für euch. Gewürfeltes Fleisch. Manche nennen es auch Gulasch oder Fondue. Komm, der kriegt jetzt mal hier gutes Fondue. Zack. Bitteschön. Fleisch geht immer, ne? Jawohl. Und auf geht's. Was sollen wir machen? Riesenwildschaf retten. Okay. Ist schon irgendwie ein schönes Gebiet, ne? Die ganzen Bäumchen, so viele unterschiedliche, so grün. Jetzt kommen wir noch in einen Pinienwald. Ach nee. Wie romantisch. So. Was sollen wir mit dem Schaf hier machen? Anflöten. Da kommt der Hund, beißt das und dann bringt das nach Hause. Okay, das kennen wir. Die guten Schäferhunde. Ja, obwohl ich Level Up hatte, dauern die trotzdem immer noch so ein bisschen zu killen. Ne? Also, oh, mehr als ein Stein. Der Splitter fühlt sich glatt und warm an. In ihrem Kern blitzt es. Vielleicht wissen Watu oder Oleg mehr darüber. Beim Gedanken daran, den Splitter aus der Hand zu nehmen, presst ihr ihn instinktiv an eure Brust. Ihr wollt ihn nie wieder loslassen. Zeigt die sturmberührten Splitter Watu. Okay. Boah. Was für eine Trillerpfeife, ey. Könnten wir beim Sport mitmachen, ne? Sind wir Schiedsrichter. Mit der Trillerpfeife. So, eigentlich sollen wir jetzt weiter einfach nur Mobs hier weghauen, ne? Ja, go. Das ist das nächste Schaf da oben. Gleich haben wir schon wieder die Quest geschafft. Geht doch schneller als man denkt. Mein Glück kann ich zweimal blinzeln, sonst wird das alles viel zu lange dauern. Man muss sich jede Beschleunigung zunutze machen, die es gibt. Und wenn es nur blinzeln ist. So, zack. Okay, ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Die Schafe sind zurück. Nee, doch. Die Schafe sind zurück und wir müssen noch... Moment, da ist noch ein instabiles Totem. Was passiert denn damit? Ihr brummt, Froschdo. What the fish? So, bei mir ist gerade Essen. Ja, ich habe eine Klingel, die man sehr gut hören kann. So, und da ich jetzt essen will, wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Ich hoffe, wir sehen uns nachher nochmal. Vielleicht gehe ich spät nachts nochmal online. Ja, wir machen dann die Quest hier weiter in diesem Außenposten. Und jetzt ist erstmal Pause angesagt oder Schluss für den Stream. Aber ihr seht, wir sind hier in dem Außenposten und hier geht's demnächst weiter. Also macht's gut, bis demnächst. Bye bye.